Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Siedler 6, dem Aufstieg eines Königreichs, zu Zwei Freunde Teil 2 und unserer ewigen Suche nach dem Wikingerschatz. Ja, der soll da oben irgendwo sein. Das bedeutet, wir müssen irgendwo einen Weg finden. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo der sein könnte gerade. Wir haben die Eisenmine versucht, weil das naheliegend war. Wir müssen schauen. Am besten laufen wir einfach jeden einzelnen Pixel ab, der hier in dem Gebiet unterwegs ist. Ganz wie ihr wünscht. Befehl verstanden. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Jawohl. Sofort. Auf euren Befehl. Ganz wie ihr wünscht. Jawohl. Jawohl. Befehl verstanden. Auf euren Befehl. Hier ist ja vielleicht ein bisschen Wasser. Sofort. Alles klar. Nein. Ei. Hier entlang. Ei. Auf euren Befehl. Das Lagerhaus ist voll. Ganz wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Oh! Oh! Wieso ist er da? Sagenhaft, wir haben den Schatz der Wikinger gefunden. Mit einigen Zeit in Anspruch nehmen, alles zu bergen und zu verteilen. Das ist eine peinliche Situation. Wir werden schon mal 2 Wagenladungen mitnehmen. Das ist eine peinliche Situation. Denn... Einen Moment. Ja, Kater. Genau, wir nehmen die 2 Wagenladungen mit. Und tatsächlich hatte mir Schmelling geschrieben und mir unter einer Spoilerwarnung die mögliche Ortschaft davon wohl geschickt oder die, was auch immer es gewesen ist. Huch, nein, nicht beschleunigen. Das wird helfen, einige Leid zu lindern. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Aber ich hatte nicht draufgeklickt. Dementsprechend. Okay. Sofort. Dann haben wir es aus Versehen gefunden. Ei. Wo ist Markus? Alles klar. Ihr seid immer noch zusammen Gruppe 3. Hört auf, euch anzustellen, als wenn ihr es nicht wert. Auf euren Befehl. Oh, das ist eine ganze Menge Geld. Beschützt Befehl es. Befehl verstanden. Auf euren Befehl. Wir lassen nicht zu, dass dieses Geld geklaut wird. Sofort. Sofort. Wahrscheinlich wird es einfach trotzdem geklaut werden. Können wir es verhindern, wenn wir... Haltet die Augen offen! Seid auf der Hut! So. Sofort. Ganz wie ihr wünscht. Alles klar. Was ich aber gelesen hatte, war der Umstand, dass es bekannt ist, dass das neue Laden auf dieser Karte nicht wirklich funktioniert. Warum ist nicht bekannt, aber der Umstand ist bekannt. Ein Karren wurde also ausgesandt. Ist das also was, womit wir rechnen müssen. Dass wir das Spiel neu starten müssen, wenn wir neu laden wollen. Ganz wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Verstanden. Okay, ich glaube, die Sachen sind sicher. Gehen wir wieder hier runter. Jawohl! Verstanden! Verstanden! Befehl verstanden! Sofort! Gruppe 1, Gruppe 1. Wir werden wohl doch nicht abgefangen werden. Wie ihr wünscht. Pass auf, jetzt werden wir sofort abgefangen. Wir abbrechen. Das wird sowieso niemals neu gebaut werden von irgendjemand. Hier ist halt niemand in der Nähe. Aber gut zu wissen. Dass der Wikinger Stadt. Zu welchem Gebiet gehört das hier? Das gehört auch zum Wikingerfürsten. Ah. Ganz wie ihr wünscht. Ei. Auf euren Befehl. Ich habe noch die Vermutung, dass wir die Boote für irgendwas benutzen können. Befehl verstanden. Ganz wie ihr wünscht. Ja, ihr habt mich besiegt und meinen Schatz gefunden. Mein Freund Dragon wird mich rächen und euch vernichten. Wir wussten es.
Ich habe es geahnt. Lord Dragon steckt in Talem. Er hat sich die Hilfe der Banditen der Wikinger gekauft. Wird's Feinde? Sehr gut. Das Dschungel meiner Stadt, die vielen Opfer, das alles hat er zu verantworten. Wir müssen weiter. Auf euren Befehl. Wir können immer noch nicht hier lang. Befehl verstanden. Der läuft uns nicht weg. Vorwärts, Männer. Ah, sie haben neue Wikinger haben sich eingenistet. Gegen die können wir aktuell nicht wirklich was machen. Gut. Auf euren Befehl. Jawohl. Auf euren Befehl. Sofort. Aber das hatten wir natürlich schon erwartet. Sofort. Sofort. Befehl verstanden. Schon unterwegs. Ei. Rücken wir nach hierhin vor. Gehen hier schauen. Auch das noch. Wara konnte mit ein paar Leuten auf einer Insel flüchten. Wir können seine Boote klauen und die so angreifen. Erstmal werden wir versuchen, die Gefangenen zu befreien. Um Wara kümmern wir uns später noch. Ah gut, dann sind wir schon richtig hier. Dann müssen wir also dieses Gebiet hier unten sichern. Oh, ganz viele Kestrals. Das sind also die Amazonenreiter. Rennen. Bringt die Ramme mit. Mit allem, was hier ist, müssten wir eigentlich klarkommen. Ja, er schickt seinen Katapultkarren los, aber im besten Fall wird er seine Munition hier an seiner Palisade verschwenden. Und dann hiervon gelöscht werden. Sicherheitshalber bauen wir den Außenposten mal aus. Wo ist unser ganzes Geld eigentlich? Ist es nicht angekommen? Wieso, wo geht das Geld hin? Wir müssen in die Burg. Na wirklich, wo geht das Geld hin? Scheinbar ins Lager aus, okay. Türklopfformat. Ah, du bist schon da. Jawohl! Der Feind rückt so gegen unsere Palisaden vor. Oh nein, wie schrecklich. Ein Gebäude steht in Flammen. Seid auf der Hut! Wir klopfen erstmal an die Tür. Ganz höflich. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Nun sehr schön. Dieses Katapult hier wird nicht ewig machen. Wir sollten hier noch eine kleinen Mauerabschnitt daherziehen. So, damit wir mehr Katapulte hier oben aufstellen können. Die Position hier besser halten können. Wir hätten die Mauer hier lang ziehen können. Passt das Tor jetzt eigentlich hier ganz genau zwischen? Oder haben wir es? Nein, wir haben es ganz genau falsch abgepasst. Hat er noch gut zu wissen. Oh, die wollen hier ein neues bauen. Ei, verstanden. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Unsere Truppen werden angegriffen. Die Ramme weiter mit. Oh nein, eine Militäreinheit wurde geschlagen. Baut ein neues. Kostet uns 5 Eisen. Das haben wir zufällig übrig. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Ah. Hier brennt das nieder. Die andere Brückenseite bitte. Verstanden. Hier ist halt wirklich nur diese Banditen hier als Gefahr.
Und jetzt gehen sie einfach wieder. Ihr Job ist getan. Der Planet braucht sie. Wir können das Ganze noch besser machen, indem wir noch eine Palisade hinterziehen. Und damit richtig Leute verwirren. Das lädt ja noch. In den Kampf! Der Schnee löscht natürlich Brände. Alles klar. Auf euren Befehl. Nicht aufgeben! So. Da kam das dann Quicksave vom Spiel. Kriegen wir gleich einfach so 20.000 Kestrals, mit denen wir Leute kaputt schlagen können. Kämpft weiter! Nicht erreichbar oder was? So, das müsste sicher sein. Ei. Auf euren Befehl. Der Türklopfomat, wir auf Gruppe 5, mitkommen. Vorwärts. Wir können es eigentlich ständig hohen Sold leisten. Bei den Mengen an Geld, die wir jetzt haben, wenn wir es schaffen, die irgendwie zu verbrennen, dann haben wir es irgendwie nicht anders verdient. Stürmt los! Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Alles klar! Stürmt los! Nicht aufgeben! So. Ja, baut das wieder auf, wenn ihr müsst, aber es ist uns eigentlich ziemlich egal. Jawohl! Wir gehen nämlich gleich aus meinen Außenposten einnehmen, dann ist das gut. Sofort. Verstanden. Jawohl. Ein bisschen Schub geben. Ach, könnt ihr jetzt über diesen Weg hier rauskommen? Oder ist der Weg noch versperrt? Seid auf der Hut! Sofort! Und... Klopf, klopf. Direkt bis nachher weiter. Ein Imker hat keine Bienenstöcke. Auf euren Befehl. Ei. Ganz wie ihr wünscht. Die können auch nicht darüber wegschießen. Das ist einfach unmöglich. Zum Angriff. Auf euren Befehl. Das Lagerhaus ist voll. Und einnehmen. Sofort. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wir haben Tribok gekriegt. Das wäre geschafft. Berichtet Tordal, dass wir etwas später zum Treffen kommen. Wir haben noch was zu erledigen. Oh. Da, ein altes Trebuchet. Ei. Vaga. Ich nehme an, wir sollen es gegen Vaga benutzen, aber eigentlich möchte ich benutzen, um mit denen hier loszuwerden. Wie ihr wünscht. Alles klar. Jawohl! Wie ihr wünscht. Ganz wie ihr wünscht.
Wen sollen wir damit loswerden? Wir müssen es in Gang setzen. Dann können wir Vaga und seine Leute so weit wie möglich auf der Insel vernichten. Also wir müssen es wirklich gegen ihn auf der Insel benutzen? Das sind verschwendete Schüsse. Wir können die wunderbar benutzen, um hier einfach... Scheinbar nicht. Wir speichern hier mal. Ich gebe zu, ich bin versucht zu sagen, benutzen wir es einfach auf der großen Stadt und schauen, wie wir mit Vaga dann sonst nur fertig werden, aber wahrscheinlich wird das Spiel dann nicht funktionieren. Aber gut, benutzen wir es, wie es intendiert ist. Vaga hat's erwischt. Das ist erledigt. Der Rest uns keinen Ärger mehr machen. Stopp, stopp. Aufmerksam. Lord Dragon wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Das Tribok, der Tribok ist weg. Tribok ist weg. Wir können immer noch nicht nach dahin. Wir müssen uns also hier unten durchkämpfen. Das ist enttäuschend. Das wird so viel Arbeit sein. Kann das Lagerhaus besser aufhören, so unfassbar überfüllt zu sein? Einfach unseren drastischen Überschuss loswerden. Was ist an Kräutern? Das sind keine Kräuter, das sind Kräuter. So. Aber der Tribok wäre so schön gewesen, um Drakon einfach sofort komplett loszuwerden. Das ist alles nicht schlecht. Wir werden dieses Tor einreißen, dieses Tor, wir lassen die Mauern stehen, weil wir nicht von den Blindenhunden gefressen werden wollen. Am besten brechen wir das Tor durch, zerstören die ganzen Sachen, die uns hier in den Weg kommen. Nehmen dann die Position hier ein, können vielleicht die Blindenhunde schon alle töten. Vielleicht können wir von da aus da hoch und dann hier runter schießen. Ohne uns den ganzen Rest der Stadt durchkämpfen zu müssen. Zwecks dessen sollten wir auch ein paar weitere Belagerungsgeräte beschaffen. Eins, zwei, drei, vier... 6 5 Gruppe 4? Diese Katapulte noch nicht. Alles Gruppe 4. Sammelpunkt nach dahin. Für all die Reserventruppen, die wir noch ausheben können. Denn sobald wir die Position hier vorne gesichert haben, all die Leute, die hier rauskommen oder die hier rüberkommen wollen, um die Sachen wieder aufzubauen, werden dann hier abgefangen werden von einem Trupp Bogenschützen oder Schwertkämpfer, den wir zurücklassen. Gott, ist die Musik laut! Es wird nicht leiser. Option Sound.
Nein, das ist immer noch sehr laut. Zumindest bei mir auf dem Ohr. Und wir benutzen Katapulte, um diese Gebäude hier alle zu zerstören. Auf Fackeln können wir uns nur mäßig verlassen, glaube ich. Wo ist die Ramme? Da ist die Ramme. Vorwärts zum Tor. Zeit anzuklopfen. Für die Kasernen können wir Fackeln benutzen. Für diese Sachen ja allerdings eher weniger. Wenn der Feind jetzt hier lang rennt, um wieder lang, um in der Richtung Norden zu gehen, das Nordtor, dann ist das natürlich auch sehr gleich. Der zuvorkommt. Brenn. Die Sachen werden jetzt einfach verbrennen. Benutzen wir doch erstmal Fackeln. Zu dieser dramatischen oder vielmehr, ich weiß nicht, wie ich die Musik beschreiben würde, inspirierenden Musik erst einmal absoluten Stadtbrand schatzen. Ja, die rennen hier tatsächlich draußen rum. Okay, sehr gut, weiter geht's zur nächsten Kaserne. Der Feind hat seine Armee schön aus dem Weg geräumt. Für unsere Zwecke. Das verbrennt weiter. Rammekarren nachrücken. Ja, das wollt ihr wieder aufbauen. Ich glaube hier nicht so dran. Bringt die Ramme dahin. Alles klar. Jawohl. Alles klar. Ja, das verbrennt hier einfach alles, weil die nicht in der Lage sind zu löschen. Ach, der will jetzt Wasser holen. Und jetzt fängt es an zu regnen. Vom Regen gerettet, würdet ihr sagen? Angriff. Das sehe ich nicht. Zum Angriff! Verbrennen. Ein Gebäude wird angegriffen. Oh nein. Unsere Palisaden wurden durchbrochen. Zum Angriff! Ein Gebäude steht in Flammen. Sofort! Zum Angriff! Sorge dafür, dass es nicht aufhört zu brennen. Sehr gut. Verstanden. Seid auf der Hut! Ah, da kommt ihr nicht durch. Ein Gebäude steht in Flammen. Ich hab Munitionskran durch. Ah. Wie ist der hin? Erobert das Ziel. Der Feind rückt gegen unsere Palisaden vor.
Guten Tag. Ja, ich weiß, wir können das Tor öffnen, dann, oder wir könnten über die Mauer reingehen, einfach hier. Aber das ist nicht ganz das Ziel. Wir wollen hier durchbrechen, damit wir unser Belagerungsgerät nach hier oben hinzubringen und da runter zu schießen. Dafür müssen die Mauern leider ein bisschen aus dem Weg. Verstanden. Wir werden den Feind die Sachen hier nicht wieder aufbauen lassen, das ist klar. Aber bringt das macht das Belagerungsgerät bereit. Gruppe 4, sagen wir mal. Ihr seid alle Gruppe 4. Nehmt alles mit! So, dann hoffen wir, dass wir da hochklettern können. Falls nicht, müssen wir den direkten Weg zur Festung gehen. Jawohl! Auf euren Befehl! Können wir nicht, okay. Sofort! Direkter Weg zur Festung soll es sein. Verstanden! Verstanden! Schützen, brech durch! Verstanden. Bring Gruppe 4 schon mal in Richtung unseres Ziels. Angriff! Alles klar,